Tja, wer hat denn da reingeschaut, um zu sterben? Ja, darf ich mich vorstellen? Ich bin Blackie, ich bin hier, um zu sterben. Leiche. So, dann dürft ihr mal alle einmal auf mich schießen. Ja, ihr macht halt mit euren Dreckswaffen keinen Schaden, das ist blöd, nicht? Ja, 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 kritisch und seine Waffe wurde zerstört, das ist natürlich... Ja, dann hat seine Munition verloren. Ja, das ist natürlich blöd für dich. Gut, wie viele Trefferpunkte haben die Viecher denn so? 60 Trefferpunkte. Ich werde da mal Einzelschüsse abgeben. Wenn ich kritisch treffe, dann... wie viel mache ich denn immer so? Immer so um die 40. Das Problem ist jetzt, es ist echt sinnvoller. Es ist echt sinnvoller, wenn ich da Einzelschüsse drauf mache. Weil, ich kann... Mit zwei Schüssen stirbt einer sowieso, aber wenn ich kritisch treffe, dann stirbt einer mit einem Schuss. Wenn ich einmal gezielt schieße, dann stirbt halt einer. Dann dauert es insgesamt... Habe ich über längere Runden hinweg zwar weniger Gegner, aber am Ende kommt es wahrscheinlich ist das Bessere drauf raus, wenn ich Einzelschüsse abfeuere und hoffe, dass ich irgendwann kritisch treffe. Ja, vor allem Cassidy kann dann auch einen Abstauber machen, weil der auch nicht mit einem Schuss tötet. Und so kann man halt den Kombi besser... kämpfen. Das Einzige, was ich vielleicht in die Augen schießen sollte, sind diese speziellen Wachen mit der Kampfrüstung. Die sind ein bisschen heftiger. Und vor allem machen die Schaden an Sulik und das gefällt mir nicht. Komm, Sulik, hau den um. Ja, und Sulik macht dann auch Finisher, das passt dann. Jawohl. Sehr schön. Für wie viel? 224 Trefferpunkte. Kann ich mal ein bisschen in die Mitte weiter reinstellen. So. Die machen wieder den Abräumer. Ich mache die Vorarbeit und die machen die Restarbeit. Ja, möchtest du noch weiter rutschen? Sehr schön. Wurde der schon? Ja, der ist fast tot. Der braucht hier noch einen Schuss. So. Wie viel hat der? Den kann ja auch einen Schuss abgeben. So. Und in den Runden, wo ich dann nachladen muss, in den Runden kann ich dann beispielsweise auch einen gezielten Schuss in die Augen machen. Muss ich allerdings vorher wissen, sonst habe ich am Schluss keine Munition mehr im Magazin. So, lala. Was haben wir denn hier? Da haben wir so einen. Dann mache ich das gleich jetzt. Schieße ich ihm in die Augen. Verfehle natürlich. Und lade nach. Sind hier. Seltener kritisch verfehlt und wahllos gefeuert. Was? Das habe ich auch noch nie gehabt. Was heißt denn wahllos gefeuert? Keine Ahnung. Oh ja, jetzt Sulik kommt dreimal. Für 18. Für 31. Der Ding ist so heftig. Wie viele Lebenspunkte haben denn die? Die haben 85. Wie viel hat der noch? 24. Ja, komm. Jawohl, kritisch getroffen. 107, wie viel hat der noch? 60. So, mach bitte die Restarbeit. Der killt einen. Wie viel Schaden macht denn der mittlerweile? 83 für... sehr schön. Also, wie gesagt, dieses Gauss-Gewehr vom... Ah, jetzt wurde ich mal getroffen. 17 Trefferpunkte. Ist das Gauss-Gewehr ist pervers. Das ist nicht mehr normal. So, 60, 60. Ja, schieße ich mal auf irgendwas da unten. Sehr schön. Crit und... Der wurde nicht mal, war nicht mal kritisch. Der wurde sogar normal getroffen. So, ich wurde ohne Schaden getroffen. Mach sie fertig. Ah, und Sulik muss natürlich wieder total übertreiben. Ah, ja, der hat noch ziemlich viel. Können wir noch einen Schuss drauf abfeuern. 32. Das sollte Sulik dann vielleicht sogar noch schaffen. Also wir werden alle ohne Schaden getroffen. Das ist ziemlich chillig. Oh, der benutzt einen Stimpack, der Feigling. Und der zieht mir sogar 3 Schaden rein. So, Sulik, zeig, was du kannst. 47. 47. Ach, ist das schön. So, du bist tot. Und ja, dich mache ich auch tot. Brauchst nicht, um Gnade zu winseln. Oh, 5 Trefferpunkte.
Ah, der ist tot. Ja, blöd gelaufen. Für ihn natürlich, nicht für uns. Und das war's. 2000 Erfahrungspunkte. Und was fällt uns auf? Die Skorpione haben mehr gegeben. Ja, warum geben Skorpione, die viel einfacher zu killen sind, wie die hier, mehr Erfahrungspunkte? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass Menschen relativ wenig Erfahrungspunkte geben. Weil sonst könnte man sich zu leicht Erfahrungspunkte holen am Anfang. Das ist jetzt meine Theorie. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. So, was haben wir hier noch? Den Schmarrn da. Ja, einfach mal alles einkassieren. Was? Ich kann nicht so viel tragen. Entmunizieren. So, dann tun wir das hier entmunizieren und das da. Boah. Ja, Cassidy, komm mal her. Und den 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 und den. So. Und den und den. Du kriegst meinen ganzen Scheißdreck. So viel kannst du leider nicht tragen. Und den? Nein. Und den? Nein. Aber das. Was? Geckohaut wiegt 5 Pfund. Wow, das ist viel. Die muss ich loswerden. Das ist sie nicht wert, was sie wiegt. Oh Gott, alles abgeschlossen hier. So, schauen wir mal, ob wir es auch irgendwie in den Griff kriegen. 25 Erfahrungspunkte, jawohl. Und das ganze Zeug, das hier drin ist, brauche ich sowieso nicht. 25 Erfahrungspunkte, geht doch gleich aufs erste Mal, oder nicht? So, was haben wir hier noch? Jetzt werde ich noch schnell eine Kleinigkeit ändern. Waffe wegstecken, damit ich ein bisschen schneller bin. So, 25 Erfahrungspunkte, 25 Erfahrungspunkte, 25 Erfahrungspunkte, jawohl. So sollte es eigentlich die ganze Zeit sein. Gut. Ah, da ist noch was. Oh, ein Cat's Paw, sehr schön. Haben wir da, glaube ich, schon 6 Stück oder so. Da unten haben wir... Er starrt dich schweigend an. Er beobachtet dich, er starrt dich schweigend an. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich weiß nicht, was der Typ da unten ist und was er macht. Und was er vorhat. Kiste. Ja, ich durchsuche jetzt nicht die ganzen Kisten, wird sowieso nichts drin sein. Okay, dann suchen wir mal den Schmarrn hier. So. Und noch mehr durchsuchen. Ich bin eh schon gleich wieder überladen, jawohl. Zu viel Zeugs. Deswegen, jetzt wisst ihr, warum ich vorher mein ganzes Zeug loswerden wollte, aber ich werde wahrscheinlich sowieso gleich wieder ein bisschen was ablegen, weil... So. Da haben wir eine Tukos Erkennungsmarke. Okay. Dann. Cassidy ist überladen. Ich hab's begriffen, ja. Was? Ich konnte das Schloss nicht öffnen. Was? Speichern wir vorsichtshalber mal ab. Ah ja, ich habe nämlich alle gekillt. Nicht, dass sich das Ding jetzt verklemmt. Das wäre jetzt sehr blöd. Sehr schön, 25 Erfahrungspunkte, geöffnet. Die nächste Erkennungsmarke. Wie sie alle Red Scorpion Gift dabei haben. Aber hier gibt es ja auch in der Höhle, gibt es ja auch einige Red Scorpions. So, dann nochmal speichern und nicht öffnen. 25 Erfahrungspunkte. Und die letzte Erkennungsmarke. Dann schauen wir uns das mal an. Besitzer ist laut Marken Angel's Eyes. Unter dem Namen steht eine 16. Die Marken wurde des Besitzers weggekratzt auf den Namen. Und der Name Blondie auf die Rückseite eingeschrieben steht eine 11. Besitzer Tuco, Pacifisto, Johann, Maria, Ramirez. Darunter steht eine 27. Ja, dann speichern wir mal ab. Und dann suchen wir mal bei dem Tresor nach einer Falle. Bei der Untersuchung des Tresors entdeckst du einen schwarzen Kolben.
das im Dreck und unter dem Tresor verschwindet, als ein Schmutt weg ist, entwischst du, dass die Lunte zu einer Stange Dynamit führt, an der eine Zeituhr befestigt ist. Hm, vielleicht kann ich den Sprengsatz zu entschärfen. Boom! Ich bin ziemlich schlecht im Entschärfen, deswegen hat das nicht funktioniert. So, sie ist ein riesigen schwarzen Eisentresor, der schwer ist und um ihn zu verschieben. Auf der Vorderseite ist ein Kombinationsschloss. Vielleicht kann der Tresor mit den Nummern auf den drei Erkennungsmarken öffnen. Man hört ein Kerklank und der Tresor ist offen. Ende. So einfach geht das. Und schon ist das Rätsel hier auch gelöst. Dann haben wir Munition und Ding, Jing, Jing. Und was haben wir? Ein Buchhaltungsbuch. Nimm alles. Ja, natürlich kann ich es nicht nehmen. Ja, weil es so schwer ist. Dieses Buchhaltungsbuch listet eine Reihe monatlicher Zahlungen an die Söldnergang durch. Durch die Söldnergang auf Bunker. Okay, nochmal. Dieses Buchhaltungsbuch listet eine Reihe monatlicher Zahlungen an den Söldnergang durch die Familie Bischof aus Nirino aus. Die Zahlungen hängen stark davon ab, wie viel Druck der Söldner auf Bunkerstadt ausüben. Bunkerstadt könnte daran interessiert sein. Genau so sieht's aus. Und Cassidy ist überladen. Das nervt mich. Kampfkontrolle. Wie viel hat er zu viel? Okay, 47. Das ist sehr viel zu viel. Deswegen muss ich Sulik jetzt ein bisschen Zeug geben. Wie viel kann ich dir noch geben, Sulik? Ja, 50. Und die kann ich wegschmeißen, die Marken. 11. Zack, 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 zack. Okay, die wiegen nichts. 51 wäre zu viel, glaube ich. Obwohl, können wir mal versuchen. 52. Kampfkontrolle, bist du auch überladen jetzt? Ne, er kann sogar noch 6 tragen. So, sehr schön. Haben wir wieder ein Gewicht weg, das wär's erstmal. Und dann tun wir Cassidy ein bisschen was in runter hier. Ja, diese Dinger sind total bescheid. Ich nehme echt jeden Scheißdreck mit. So, schauen wir mal, wie viel er jetzt noch. Kampfkontrolle. Ja, sehr schön. Er ging sich ja genau aus. Gut, dann wär's das auch und tschüssi. Es gibt da vorne noch den anderen Ausgang, da kommt man nur an einer anderen Seite raus. Ich werde aber hier rausgehen, aus dem einfachen Grund, ja, ganz toll. Aus dem einfachen Grund, dass mein Auto dort steht und ich dann sowieso nochmal rein müsste, wie auch immer. Ja, ich sehe hochgestellte Teller und ich fliege in die Luft, weil ich außen schon so schlau war, vorher durchzugehen. Leute, ihr rennt da jetzt bitte nicht durch. Ich speichere mal schnell vorsichtshalber ab. Nicht, dass mir jetzt einer verreckt. Da oben ist nichts. Salik, ohne Schaden, 14 Trefferpunkte. Oh, er lebt noch. Wie viele Trefferpunkte hat er noch? 40. Okay, das geht sowieso. Du hast die Kraft der Gangster, Du hast die Kraft der Gangster abgebrochen. Jetzt wird es ihnen nicht mehr möglich sein, das Gebiet zu überfallen. Du hältst 2000 Erfahrungspunkte. Da, 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 ich bin so cool. Schwupp. So, dann können wir zurück nach Bunkerstadt und die wunderbare Nachricht an meine Freunde Red Skorpione. Ja, komm her. Red Skorpione, immer wieder gerne. Und laden. Was? Cassidy, du darfst mal ein bisschen besser treffen. Nimm mir mal ein Beispiel an Sulik. Der rockt mehr wie du momentan. Er haut sie einfach mit dem Hammer kaputt. Ich finde das immer noch so geil. Und. Ja, jetzt geht noch mal ein bisschen was vor. Die anderen hauen schon ab. Und. Ihr habt einfach keine Chance gegen mich, weil ich so cool bin. Ja, 800 Erfahrungspunkte für den Kampf, von der Länge her, wenn man das mit dem Raider-Kampf vergleicht,
schon was anderes. Wuff. Wuff. Ja. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt immer jeden Kampf mit an und nehme als alles mit, so viel wie geht, damit ich ein paar Erfahrungspunkte bekomme. Es ist mittlerweile schwerer, sage ich jetzt mal, schnell im Level zu steigen, weil wir die ganzen Quests in den Anfangsgebieten gemacht haben. Und wir immer mehr Erfahrungspunkte brauchen. Mit jedem Level brauchen wir 1000 Erfahrungspunkte mehr wie für das vorherige Level. Das heißt, für das erste Level 1000, dann 2000, dann 3000, dann 4000, dann 5000 und so weiter. Also zusätzlich, wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Erfahrungspunkte habe, brauche ich das nächste Level dann 15.000 und dann 21.000 und so weiter. 27.000 und so weiter. Das dauert halt dann irgendwann elends lang. Zack. So, lala. Jetzt ist es spät genug, jetzt kann ich in die Innenstadt gehen. Guten Tag, Bürger. Ja, ja. Du mich auch. So, dann gehen wir mal in das Correction Center. Oder Gefängnis. ja. Wie dem auch sei. Kannst du nennen, wie man will. Was kann ich für dich tun? Wegen diesen Gangstern. Ja, was ist mit denen? Ich habe sie beseitigt. Du hast sie beseitigt? Ja, wegen dem brauchst du Punkte, statt sich keine Sorgen mehr zu machen. Geh sofort zur Erstbringer. Statt dir Bericht, das wird sie brennend interessieren. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal zur Erstbürgerin. Düm, di, düm, di, düm, di, düm. Hallo Lynette. Ich werde wieder abspeichern müssen, nur weil du das wahrscheinlich scheiße findest, dass ich die einfach so töte und so. Wie kann ich dir helfen? Ich habe die Gangster gefunden, die die Stadt angegriffen haben. Ich habe sie erledigt. Sie haben ein paar Höhlen im Fuß vom Berg und Süden. Du hast es geschafft. Hervorragend. Du hast Bunkerstadt einen wertvollen Dienst erwiesen. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Anerkennung, dass eine Gruppe von Gangstern so viel Unruhe stiften konnte. Es war nicht einfach irgendwelche Gangster, es waren Söldner. Söldner? Wer hat sie angeheuert? Die Familie Bischof in New Reno. Was? Woher weißt du das? Ich habe das Rechnungsbuch. Kannst du das beweisen? Ja, ich habe das Rechnungsbuch im Safe des Gangsters gefunden. Darin sind Zahlungen am Bischof angetragen. Für eine dreimonatige Terrorkampagne gegen Bunkerstadt eventuell monatsweise zu verlängern, wenn sie auf stur schalten. Das überrascht mich nicht. Bischof war vor kurzem in Bunkerstadt und schlug eine Allianz vor, was ich natürlich abgelehnt habe. Wir verbünden uns doch nicht mit Kriminellen. Und vielleicht wollte er auf diese Weise sein Bündnis zwingen. Wirklich? Aber das wird ihm nie gelingen. Da würde ich ja eher die NKR um Hilfe bitten. Du hast Bunkerstadt einen großen Dienst erwiesen. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Anerkennung. Ja, ich dachte anfangs auch eher immer, dass NKR das in die Wege geleitet hat, aber wenn du was rausfindest, sage ich dir Bescheid. Wir jetzt lernen schneller, oder keine Ahnung, was er gesagt hat. Und wir haben nochmal hier Dingens. Bin ich am überlegen, was ich als nächstes für ein Perk drauf gebe. Interessiert mich momentan nicht so wirklich. Dietrich haben wir genug. Stehlen. Sollte erstmal passen. Kann ich mir schön überlegen, ob es da noch irgendeinen besonderen Bonus gibt, den ich mir jetzt unbedingt aneignen will. Vielleicht gibt es irgendwie einen Bonus, wie ich noch einen Punkt auf Beweglichkeit zum Beispiel gebe. Müsste es geben. Warte, Gain Beweglichkeit. Wahrnehmung verbessern. Bonus Beweglichkeit. Jede Stufe des Bonus Beweglichkeit zu Prozug 2 APs umsonst. Nee. Es war Beweglichkeit verbessern. Das mit diesem Punkt erhältst du 1 zu deiner Beweglichkeit. Das könnte ich zum Beispiel machen. Dann hätte ich jetzt auch eine Beweglichkeit mehr. Und hätte allerdings einen Aktionspunkt auch noch mehr. Wäre noch besser wie Action Boy der Bonus. Allerdings muss ich das überlegen, weil wenn ich das mache, muss ich definitiv noch einen Punkt auf Action Boy machen. Wenn ich dann noch einen Punkt auf Action Boy mache, dann habe ich 12 Aktionspunkte. Und mit 12 Aktionspunkten kann ich dann 2-mal gezielt schießen pro Runde. Das wäre natürlich der absolute Burner. In Fallout 1 habe ich dann teilweise so gehabt, dass ich 2-mal Action Boy hatte. Da hat aber das Turboplasma-Gewehr nur 4 Aktionspunkte benötigt, dann konnte ich 3-mal normal schießen. Das war natürlich fett. 2-mal gezielt und nachladen. Okay. Dann schauen wir mal weiter in die nächste Stadt. Und zwar in Broken Hills. Einer Karawane. Nee, danke. Ich nehme mir gern Begleit. Und wieder Hunde.
Ja, die stärkeren Gegner befinden sich hier am Anfang nicht so. Da muss man zu einer anderen Stelle auf der Map gehen. Da kommen dann aber richtig harte Gegner. Und die Gegner sind mir sogar fast noch zu hart. Da hätte ich dann schon gerne den Action Boy und noch ein bisschen mehr auf Energiewaffen. Damit ich wirklich aus weiter Entfernung vielleicht schon ein oder zwei Gegner beseitigen kann. Das macht es dann um einiges leichter. Okay. 20 Trefferpunkte. Ja, hau ihn noch ein bisschen weiter weg. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter. Hey, ich habe ihn noch gesehen. Er lag noch in der Karte. So, lala. Gut, und weiter geht's. Ich schaue mir nicht an, was in diesen Hütten drin ist. Mittlerweile brauchen wir sowieso nichts mehr. Wir sind nicht mehr so geldgeil, wie wir am Anfang mal waren. So, dann warte ich noch ein bisschen, bis die Zeit vergeht. So, Mittagszeit. Zur Mittagszeit können wir hier rein. Ich komme zu dir, Elisabeth! Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Hallo, mein Name ist Lumpi. Kannst du mir kurz helfen? Du meine Güte, alles in Ordnung, Lumpi. Oh, alles Paletti. Abgesehen von ein paar Büchern, Abdruck der Motorhaube, Brüchen und Abdrücken der Motorhaube auf meinem Hintern ist alles im Butter in Ordnung. Entspann dich, brauchst du Hilfe? Lumpi schaut dir direkt in die Augen, er blinzelt, er zwinkert einmal. Ich nehme mal das als ein Ja. Du hast verdammt recht, ja, ich kann mich kaum bewegen. Pass auf, ich werde nicht heulen. Ich hatte schon schlimmere Kratzer. Das ist gar nichts verglichen mit meinem Zusammenstoß mit ein paar Jahren vor allem mit einem Cola-Lastwagen. Das weiter südlich, die Straße runter. Mann, das hättest du sehen wollen. Überall lagen Flaschendeckel verstreut. Wow, stell mal vor, jemand würde in der Wüste herumlaufen. Sie würden ein Vermögen damit machen. Darauf kannst du warten. Grrr, ich setze aber äußerst ungern einen Dämpfer auf unser Gespräch. Aber ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mir unter deiner Stoßstange vorhelfen könntest. Bist du sicher? Du solltest dich vielleicht besser nicht bewegen. Keine Sorge, alles wird wieder seine ursprüngliche Form zurückbilden. In Ordnung, mach dich bereit. Zuck! Gut, das war's von dieser Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 2. Bis dann, Leute, und ciao, ciao, euer Blacky.